Lieben ist Knuff von Ein Raum und wir sind in Schweden, in Sverige. Wir freuen uns. Was verbindet man mit Schweden? Lakritz, Elche und Mücken. Immer wenn wir den Leuten sagen, ja nee, wir fahren Sommer nach Schweden. Oh nee, wollt ihr euch das antun mit den ganzen Mücken und so. Wir sind bisher verschont geblieben, zum Glück. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an unserem Reiseverhalten. Also wir sind hier eher so im Hochsommer, Spätsommer unterwegs. Also so sagen wir Anfang Juli, Mitte Juli. Und dann sind wir meistens so am Meer und die Mücke mag das, glaube ich, oder ist richtig aktiv so ein bisschen weiter vorher, ja, zeitlich gesehen, und mag auch gerne stehende Gewässer, und vielleicht hat es damit zu tun, ich weiß es nicht. Ich will mich aber auch nicht beschweren, zum Glück keine Mücken hier in Sicht. Pferdebremsen, Pferdefliegen, Bremsen, oh, die hasse ich ja noch viel mehr. Die machen ja gleich so einen Quaddel dahin und du merkst auch, wenn sie stechen, ganz übel. Und in Schottland gibt es auch noch übrigens diese Mitches, die stechen nicht, die beißen, nur mal so nebenbei. Das ist richtig fies. Und wenn du Wiebke fragst, die sagt, oh, Wespen, hör mir auf mit Wespen. Denn vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr bei Wake and Wheels ist sie von einer Wespe gestochen worden, die in einer Getränkedose war. Und dann ist sie ins Krankenhaus, man hat festgestellt, sie ist allergisch. Und was passiert vorgestern? Sie lehnt sich im Wohnmobil zurück, es sitzt eine Wespe auf einem Kissen und sticht durch die Klamotten durch. Und nicht gut, zum Glück keine allergische Reaktion, aber auch so ein Quaddel und das tat ordentlich weh. Und dann haben wir uns erinnert, dass wir was Neues haben, nämlich dieses hier Heat It von einem deutschen Hersteller und bedient sich dem Prinzip der Hyperthermie. Das heißt, man gibt lokal auf eine betroffene Hautstelle ordentlich Hitze heißt so bis 51 Grad oder 51 Grad, und dann sollen die Nerven so gereizt werden, dass sie irritiert sind und dass dieser Juckreiz einfach nicht entsteht. Auf anderen Seiten kann man auch was von Proteinen lesen und Eiweißen, die zerstört werden, aber das ist irgendwie alles medizinisch gar nicht so richtig bewiesen. Man geht wirklich davon aus, dass es diese Irritation der Nerven ist, die das Jucken verhindert. So, und das habe ich dann gleich mal bei Wiebke ausprobiert und das hat gut funktioniert. Und ich habe das vorher auch schon ausprobiert, und zwar als ich mal von Pferdefliegen, von Bremsen gestochen wurde, da habe ich mir so einen Löffel genommen und dann habe ich das da ins Glas gestellt und dann habe ich das immer drauf gehalten und tatsächlich der Juckreiz war bedeutend weniger, der war so gut wie weg. Und manchmal war er auch ganz weg, also beim Mücken war er dann sofort weg und das hat mir gut gefallen, aber meistens war auch noch eine Brandblase dabei oder so, eine gute Rötung, weil das Wasser viel, viel zu heiß war. Und das, was wir jetzt hier haben, ist als medizinisches Produkt anerkannt und hier heizt nur auf 51 Grad auf und das ist schon ein ganz anderer Schnack als ein heißer Löffel. Wir sind immer diejenigen, die sofort eine Verpackung wegwerfen, das tun wir in diesem Fall nicht, weil guckt euch das mal an, das Ding ist so klein hier, nur 4 Gramm wiegt das nur, seht ihr das? Ist von einer Kappe geschützt und dann ist das so ein Dongle, der dann an das Smartphone kommt und auf der anderen Seite ist das so eine, ja, ich nenne das jetzt mal Heizplatte. Und deswegen, das würden wir sonst gar nicht wiederfinden. Und an Schlüsselbund machen ist, finde ich, auch nicht so eine gute Idee, denn im Extremfall bleibt die Kappe am Schlüsselbund und das Ding ist weg. Nein, wir machen das wieder in den Karton. Und ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen und auch mal vormachen, was das bedeutet. Also, ihr nehmt ein Smartphone. Ihr steckt diesen Dongle da rein. Und dann müsste sich eine App öffnen. Warte mal. So, zack, rein. Dann öffnet sich eine App. Ja. Und ich zeige euch jetzt mal einen Screenshot, weil ich ein bisschen was erkläre. Da gibt es drei Einstellungen für kurz, mittel oder lang. Und man kann noch einstellen, ist das für Kinder oder für Erwachsene gedacht. Und dann gibt es noch die Einstellung hier. Empfindliche Hautstelle. Das ist so zum Beispiel Wiebkes Rücken. Das wäre da, glaube ich, ganz passend gewesen, weil ein Rücken ist schon ziemlich empfindlich. Aber was soll's, ne? Viel hilft, viel weiß, ja, kennst du. Also von daher, ich habe das bei Wiebke ja das erste Mal ausprobiert. Da habe ich das gleich auf volle Hitze gelassen. Das war schon in Ordnung. Ja, und was macht man dann? Dann geht man hier auf Start, dann wärmt sich das auf und dann macht man das auf die Haut und jetzt wird es dort warm. Merklich warm. Ja, merklich. Und dann vibriert das Telefon und die Hitze ist schlagartig auch wieder weg. Und dann ist das vielleicht mit dem Mückenstich dann sofort weg. Und wenn nicht, wenn man es ein zweites Mal anwenden will, dann sagt die App, warte mal noch eben 2 Minuten, nicht gleich sofort hinterher anwenden. Und ja, und das funktioniert ganz, ganz hervorragend. Wir sind echt froh, dass wir das Gerät dabei haben.
Und wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, auf unserer Webseite haben wir noch ein bisschen was geschrieben. Da gibt es auch einen Link zu dem Hersteller und zu dem Produkt. Und wir sind sehr froh, dass wir es dabei haben. Und wenn ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt mit dieser Hyperthermie, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar. Wir freuen uns sehr. Und über ein Like freuen wir uns auch. Also, das war's. Wir werden jetzt unsere Schwedenreise richtig beginnen und den ein oder anderen Mückenstich abwarten. Bis dann, euer Knut. Ciao, ciao.